Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem neuen Stream zu Miitopia. Ich hoffe einfach, dass jeder mit dem Stream heute Spaß haben wird, beziehungsweise mit dem Video auf YouTube später. Heute geht es nämlich darum, unsere Freunde zu retten, und dabei wird uns der große weise Kai unterstützen. Und wir wissen ja von drei Freunden schon, dass sie jetzt hier sein werden, nämlich Akaya, Maxstream und Paddle. Und ich freue mich auf die drei Bosse. So, jetzt verschwinde ich aber aus dem Bild. So, zack. Ich habe die vergangenen Tage mir nur Spielhallentickets hauptsächlich gegönnt. Über das tägliche, weil Ausflugstickets momentan gerade eh keinen Sinn machen. Ja, und wir haben noch viel zu futtern, aber erstmal kann ich in die Spielhalle jetzt gucken. Was gibt's denn Schönes? Einen Klingenfächer, den ich wahrscheinlich gut gebrauchen kann. Aber ich kriege ihn nicht. Warum denn auch? Ich lasse den Klingenfächer mal Klingenfächer sein. Los, Kai, machen wir sie fertig. Die Prinzessin, das Pferd und der weise alte Mann. Naja, er ist noch jung. Aber im Herzen wird er alt sein. Los geht's. Mit Kai an meiner Seite fühle ich mich sicher. Oh. Er erklärt ja auch immer alles, was ich noch nicht weiß. Und nun ein Käfig an deiner Seite. Oh, was für eine Erleichterung. Aber ich werde nicht meine ganze Kraft einsetzen. Och, wieso nicht? Damit du auch noch was lernst. Du musst über dich hinauswachsen und noch stärker werden. Ja, so kenne ich Kai. Meine Rolle ist es nun, dabei über dich zu wachen. Ich hoffe, ich bin bald keine Prinzessin mehr. Zwar haben mir viele Leute den Hof gemacht und das hat mich sehr geehrt, aber nein, danke. Ich habe noch geschlafen. Wer hat mich aus dem Schlaf geholt? Lass mich doch weiter pennen. Interessant, dass diese Eulchen die Nüsse geben. So, Zeit zu graben. Ich habe ein wenig Geld ausgegraben. Das meinen halben Körper bedeckt. 78 Gold. Nice. Danke, Kai, dass du so ein nützlicher Kamerad bist. Das Eulchen kann ich so kaputt schlagen. Ich habe mir überlegt, auch noch einen anderen. Oh, er macht was anderes. Flammensäule. Um Gottes Willen, 113 Schaden. Mir mal einen anderen Schlachtruf zu geben. Das wollte ich dann jetzt gleich auch im nächsten Gasthaus dann endlich mal machen. 100, 950 Leute gerettet. Ja, die Macht des Horst. Mein AP-Streuer ist größer geworden. 280. Die Ruhezone ist jetzt noch ruhiger. Ja. Gleich haben wir die 1000 Leute gerettet. Hoffentlich passiert dann irgendwas Spezielles mal. Stufe 22 mit dem Pferd. Besteste Freunde! Ich bin so ein guter Freund mit diesem Pferd. So, der Klingenfächer, den das Glücksspiel mir nicht gönnen wollte. Ich habe eine HP-Banane. Eine wunderschöne HP-Banane. Auf geht's. So, ich meine, Paddle und Akaya waren oben und Maxstream war, glaube ich, links. Und da ist ein Minotaurus. Der erste war schon stark, deswegen werde ich den in Ruhe lassen. Ich will ja erstmal einen Kumpel haben, der mir irgendwie bei meinem Abenteuern hilft. Wir machen die heftigen Wege, sobald ich meine Kollegen habe. Erstmal Anfänger. Vor allem mit Kai an meiner Seite, der 113 Schaden raushauen kann. Dass du ruhig öfters machen kannst, bin ich eh komplett sicher. Danke, Kai, dass du die Flammensäule einsetzt, ne? Die Flammensäule wäre so viel besser, der würde damit Insta-finishen. Ach, ich wollte den Spruch noch umändern. Ja, muss ich dann wirklich im nächsten Gasthaus machen. Ich verstehe mich immer gut mit Kai. Hier sind echt viele Gegner. Oh, Maulwürfe! Euch habe ich ja ewig lang nicht mehr gesehen. Ja, endlich! Ja, was geht's da finished? Na gut, bei den Maulwürfen war es auch nicht schwer.
Kiste mit 250 Gold. Ich hatte im vorherigen Gebiet bessere Kisten. Ein Brief von Griesbert, der mir zwei Ausflugstickets schickt. Die kann ich aber gar nicht verwenden, weil ich keinen hier habe. So, dritter Versuch, mir den Klingenfächer zu besorgen. Endlich, ich habe einen Klingenfächer. Das sind, glaube ich, Kunais, oder? Gamertiere, legt los! So, das klingt dann auch ein bisschen persönlicher. So, hier sollte jetzt einer meiner Freunde sein. Los, Kai! Retten wir... Ich glaube, hier war Paddel. Nee, hier war Maxtreme. Hoffentlich finde ich beides Gesicht von Maxtreme. Auf was für ein Monster es wohl kleben wird? Ich freue mich ehrlich gesagt richtig darauf, es zu erfahren. Halt, was sage ich denn da? Das ist eine ernste Angelegenheit und ich muss etwas unternehmen. Nee, ich will diesen Boss sehen. Und dann mache ich einen Screenshot und schicke ihm Maxtreme. Ich werde Kai zeigen, was ich drauf habe. Ich werde so viele Screenshots machen, ne? Magma Maxtreme Schleim. Der Mirko-Boss. Ja, darauf habe ich so lange gewartet. Das MB-Bonbon hebe ich mir auf. Das nutze ich nach 3 Runden. Nimm die Speckerwelle. Los, Mirko. Zeig, was du kannst. Aua. Du kannst mir ins Gesicht boxen. Hänschen. Lass uns tanzen, Mirko. Er ist kein Tanzmuffel. Aua. Mann, mach doch mal deine Magmasäule. Das wäre viel nützlicher, Kai. Endlich! Flammensäule! 100 Schaden! Wie gesagt, du darfst dich ruhig öfter einsetzen, Kai. Ich bin lässig, ich weiche aus. Das Pferd hilft mir. Ich kann ihm ins Gesicht treten. Ja! Geilangriff! Oh, Maxtreme ist schon fast tot. Ging ja recht schnell, aber. Maxtreme wurde besiegt! Hab Dank! Mein Streitschlichter ist zurückgekehrt. Das Gesicht von Maxtreme ist weg! Ja, es ist Richtung Portgrotte weggeflogen. Oh, du hast die Grotte benannt. Ob wir Maxtreme geholfen haben? Wahrscheinlich. Auch nach Portgrotte, um es herauszufinden. Ja, ich bin nicht mehr solo. Na gut, ich habe Kai dabei. Aber trotzdem. Und Stufe 23 mit dem Fettchen. Ich glaube, da kommt echt nichts mehr. Der zu spät, komm, ich komme und hole dich. Zu spät, komm, Kopf. Ich bin auf dem Weg. Maxtreme! Ja! Was geht ab, meine Fans? Popstar Maxtreme. Ah, mein Gesicht, es ist wieder da. Es leckt gerade aus irgendwelchen Gründen. Ich wusste, dass du mich retten würdest. Ich bin bereit zum Kampf. Ziehen wir in die Schlacht, Shining. Das erste Gesicht ist zurückerobert. Und wir waren keinen Augenblick zu früh. Mir auf. Er ist schon wieder am Rumposen. So, wer von euch war jetzt wo? Du warst, glaube ich, unten, oder? Ja, wir retten Paddel zuerst, weil er war das nützlichere Partymitglied von den beiden. Aber ich gehe auf jeden Fall noch einmal kurz ins Gasthaus, weil ich will Maxtreme natürlich auch in der Gruppe haben. Ach so, ist er schon. Er hat aber kein Zeug dabei. Hm, Kai, was gibt's denn? Wieso bist du eigentlich der große Weise genannt? Oh, eine gute Frage. Ich reife schon seit langem als einfacher Magier durchs Land. Auf meinen Reisen habe ich den Leuten dieser Welt vieles beigebracht. So kam es, dass man mir mit der Zeit allerlei Namen gab. Der große Weise, der weise Große, eure Großweisigkeit, all sowas eben. Ehrlich gesagt war mir das immer ein bisschen peinlich. Verstehe. Du bist echt cool, Kai.
Ach nein, das ist mir jetzt aber auch peinlich. Hi, wie er lebt und lebt. Rechts. Ich laufe die ganzen Wege, sobald ich alle drei in der Grotte gerettet habe. Kiste! 490 Gold, das wird ja nicht mal mehr. So, Maxstream will ein Sternchen-Mikrofon hier gewinnen. Ich versuche es auch einmal für dich. Wir haben es für meinen Fächer immerhin auch einmal versucht. Weißt du, Maxstream kriegt sein Zeug, ne? Ne, doch nicht. Hab nichts gesagt. Hier, komm, darfst du aufholen. Alter, du hast richtig gut aufgeholt. Wir halten zusammen, Maxstream, Maxstream und ich. Wir zu zweit. Oh, rasche, rasche. Da ist was im hohen Gras. Ein Pokémon. Da ist ein Pokémon drin. Oh, eine Mieze-Katze. Oh, Mietz, Mietz, Mietz. Oh, wie süß. Das hat meine MP geheilt. Ich freue mich aufs Bett. Ja, das stimmt. Zeit für einen Patenboss. Er ist eine Wolke. Paddelwolke. Los, Maxstream. Hau drauf. Er wird von der Wolke angegriffen. Au! Okay, der Angriff ist böse. Ja, er macht seinen Blitz. Macht eine Flammensäule, Kai. Ich will nicht, dass ihr die HP-Bananen aufbraucht. Die darf nur ich benutzen. Oder dem, warte mal, kurz ins Gesicht treten. 55! Also verdoppelt loben wirklich den Schaden? Immer auf dem Maxstream. Hallo, mag Maxstream nicht. Du, Attacke, ich. Ja, muss ihn natürlich heilen. So, Pecherwelle. Will angeben, zack. Hat geklappt. Und Maxstream haut einmal richtig stark drauf. Oh ne, nicht der Angriff. Aua. Muss echt oft heilen. Für MP kann ich einfach auch die T-Stunde machen. Oh, ich darf wieder zutreten. Aber ich glaube, die Fächerwelle macht mehr. Nein, ich war nicht schnell genug. Bringen wir es zu Ende. Flammensäule! Endlich, endlich nutzt du das mal. Ja, meine Fächerwelle ist nur ganz leicht schwächer. Also ich mache, glaube ich, so 15 Schaden mehr. Ist jetzt nicht der Rede wert. Oh, ganz ruhig. Ja, der böse Blitz. Ich muss healen. So, Maxstream, jetzt müssen wir reißen. Ich habe nichts mehr an HP-Streuer. Paddel wurde besiegt. Paddel wurde ohnmächtig. Hab Dank. Ja, ich habe Forscher Paddel zurück. Hoppla! Das war Nummer 2. Ja! Ich möchte möglichst bald Paddel sehen. Wir sehen ihn sicher bald. Auf nach Port Grotto. Ja. Keiner, wie wir es ausgegeben haben, wie immer. Wolkenwatte 2. 3 meine ich. So, Koboldschinken. Mag keiner. Ich glaube, Padde mochte den. Ist ja gut, dass wir den jetzt kriegen, ne? Paddel, komm ins Team zurück. Wir haben dich vermisst. Dich und dein Ketchup. Hatte ich einen Ketchup als letztes ausgerüstet oder war es diese komische Giftfiole? Ich weiß es nicht mehr. So, dann fehlt nur noch Akaya. Ja, Roboter sind cool. Warum ist das so laggy? Wahrscheinlich lange nicht gesehen. Kein Wunder, so ohne Gesicht.
Unglaublich, dass der dunkle Fürst auch mich erwischt hat. Aber ich wusste, dass du mich retten würdest. Noch einmal vielen Dank, Shining. Und auch dir, großer weiser Kai. Keine Ursache, das war doch rasch erledigt. Jetzt fehlt nur noch ein Gesicht. Kümmern wir uns darum. Padda hat sich dir angeschlossen. Wir haben Padda zurück und ich muss wieder einmal kurz natürlich ins Gasthaus zurück, damit er noch eben schnell Heil-Items hat. Wisst ihr was? Ihr beide, ihr hängt jetzt ab und macht einen Ausflug. Hey, schau mal! Das sind meine Muckis, was? Da sage ich jetzt lieber nichts zu. Hade. Du bist doch eigentlich ein netter Forscher. Vor allen Dingen, die sind beide vom Attribut, glaube ich, nett. Wozu steht der dunkle Fürst bloß all diese Gesichter? Gute Frage. Einfach gesagt, er benutzt sie, um seine Monster zu kontrollieren. Was soll das heißen? Nun, der dunkle Fürst erschafft allerlei Monster. Doch handelt es bei diesen Monstern zunächst um schwache Wesen. Sie sind, wie soll ich sagen, unvollständig. Was diesen Kreaturen Stärke verleiht und sie ihnen zugleich untertan macht, sind die gestohlenen Gesichter. Exakt. Gesichter sind schon was Komisches. Ja, sehr komisch. Das denke ich mir bei jedem, den ich vorbeilaufe. Mann, was für ein komisches Gesicht. Nein, tue ich nicht. Ich weiß, dass ihr jeden Mist glaubt, den ich verzapfe. Eine Kiste mit einem Spielschein. 40. MP-Bonbon war das. So, die heilen jetzt 40 MP. Hm. 10 weitere MP-Bonbons und es steigert sich nochmal. Kann ich das ruhig machen? Wie viel habe ich? Nicht pennen, da draußen brennt's. 41, ja komm, wir können es nochmal ruhig steigern. So, Spielhalle, wenn wir schon ein Ticket bekommen. Sternchen Mikro, wir kommen. Siehst du? Sag ich doch. Ach ja, wir kommen, um dich zu retten. Das waren alles die, die ich als erstes, glaube ich, dazu geholt habe, oder? Nee, die als letztes dazu kamen. Akaya habe ich auch als letztes bekommen, genauso wie Mixstream. Hey, du da, hör mir mal kurz zu. Wer könnte immer weiterspielen? Ich bin's, der einzigbare Quizfreak. You're gonna have a bad time. Das ist wie gut, wie dein Gedächtnis ist. Okay, das sollte easy sein. Mii-Parade. Musst dir jede Menge Leute merken. Du hast nur eine Chance. Antwortest du richtig? Das habe ich beim letzten Mal verkackt, weil ich zwei Leute verwechselt habe. Der alte Opa, Ben, Grisebert, diese Griselda, Skonto und ich glaube, das war Rabatta. Wie viele Charaktere sind vorbeigelaufen? 6. Das waren 6 Leute. Man sieht sich. So, Kaya, Zeit dich zu retten, dann kannst du wieder für uns kochen. Dummdilei. Hat Shiny Knoblauch gegessen? Nee, ich hasse Knoblauch. Ob das Gesicht von Akai irgendwo ist? Akaya, das waren noch Zeiten. Wie sah das Gesicht von Akaya eigentlich aus? Ach, was soll's, es fällt mir schon wieder ein, sobald ich es sehe. Ja, sobald ich es sehe, fällt es mir wieder ein. Ich werde kein zeigen, was ich drauf habe. Jetzt go, Akaya. Der ist ein wunderschöner Golem. Flammen, Akaya Golem. Akaya wird ein richtig heftiger Boss, habe ich das Gefühl. Da muss ich erstmal den Pebermon lutschen. Ich kann das ruhig machen. Ach, hier habe ich euch in der Gruppe vermisst. Ich bin lässig, ich weich aus. Aber im Extrem nicht. Oh, der macht Flächenschaden mit jedem Hau. Das tut weh. Einer, der natürlich nur mit Flächenangriffen kämpft. Und Maxstream hat fast... Ach, Maxstream hat fast gar kein Leben. Ich wusste gar nicht, dass ich auch hier im Kampf Stampin machen kann. Hört mir jetzt erst auf.
Er geht von mir an mit Impuls. Nice. Nice gemacht. Aua. Aua. Oh, die Flammensäule, ja. Nee, warte, er hat Kai geheilt. Okay, der große Weiße kann uns auch hochheilen. Das nächste Mal gucke ich, dass nicht, dass hier im Weg ist. Oh, ich darf ihn direkt nochmal treten. Hallo auf Akaya! Das Liebeslied! Jetzt hat Pada eine viel bessere Freundschaft. Um Gottes Willen. Er hat sie in den Stab in der Nase stecken gehabt. Kai, so nutzt du doch keinen Stab. Den musst du, wenn jemand, in den Popo stecken. Gut, dass ich keinen Alarm für sowas habe, ne? Becherwelle! Mit Hilfe vom Extreme! Aua! Aua! Flammensäule! Kai haut damit immer extrem hohen Schaden raus. Also so wunderschön. Wir haben gerade alle eine Elber-Freundschaft durch Extremes Liebeslied. Das ist auch richtig schön. Fächerwelle! Ja! Akaya wurde gerettet. Hab Dank! Extreme hat Level 13 erreicht. Und ein Golem-Steak. Jetzt haben wir allen dreien geholfen. Ja, schon. Aber viele meiner Freunde sind noch nicht befreit. Ja, betrüblich. Aber wir müssen nach vorn sehen. Also auf nach Port Grotto. Na gut, was sollten wir auch sonst tun? Mal sehen, was Akaya sagt. Wie haben die es eigentlich alle geschafft, von dem dunklen Fürsten das Gesicht zu verlieren? Herr Shining! Es ist nicht an der Zeit, dies zu tun, Professor Eich. Diese sind doch Herr Shining, richtig? Ein Brief, von wem? Von Akadari! Lieber Shining, hahaha! Wie geht's? Ich habe mich geändert. Ich habe jetzt ehrliche Arbeit gefunden bei Velma. Oh, jetzt löst er ein paar Fälle mit Velma und der Scooby-Doo-Gang. Das ist Akadaris Traum gewesen. Ich spüre es. Die wollen was gekauft haben nach all der Zeit. Es geschieht doch noch. Und das ist ein wunderschönes Mikro. Ernsthaft, das Mikro ist cool. Und ein Kristallflakon. Warum wollt ihr das nicht früher haben? Und warum will ich immer noch nichts gekauft haben, ich Dreckiger? Endlich, jetzt muss ich mich nicht mehr selber heilen. Vor allen Dingen werden meine HP beieinander deutlich besser. Ja, mein Muskelkoch. Na, schmeckt euch das? Shining, es war ja klar, dass du mich retten würdest. Wir sind zu neun aus der Burg des dunklen Fürsten geflohen. Wurde gestellt und geriet in Gefangenschaft. Hoffentlich geht es den anderen gut. Sag mal, wie schwach seid ihr eigentlich? Ihr hättet euch zu neun ihnen locker verkloppen können. Wir sollten rasch zur Burg aufbrechen. Die anderen sechs warten gewiss schon auf eine heldenhafte Rettung. Oh ja, hier kommen die heldenhaften Retter. Akai hat sich dir angeschlossen. Auf zum Flammenberg. Aber erst müssen wir ins Gasthaus zurück, weil Akaya braucht natürlich noch sein Zeug zurück. Seine AP-Bananen. Die Macht des Hors. Werd doch, was du willst. Du und deine Helden können jetzt nach Belieben die Klasse wechseln. Kann ich wieder Magier werden? Endlich ist auch die Kraft des Klassenwechsels dein. Diese Kraft erwachte wohl, weil du dich der Burg des dunklen Fürsten näherst. Jetzt können wir jederzeit die Klassen wechseln. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Klassen, die so die bis jetzt verwertet sind, verfügbar. Ja, ich darf wieder zum Magier werden. Ja! Entschuldigung. Entschuldige diesen Gefühlsausbruch. Wartet. Akaya darf sich mit Maxstream in ein Zimmer setzen. Obwohl, nee. Ihr beide zuerst. Team? Shining? Klasse ändern.
Wie auf Level 1? Nee, ja. Ja. Ja, ich bin wieder nützlich. Ich bin endlich wieder nützlich. Entschuldigung. Jetzt können wir ruhig Spielhandtickets verwenden. So, Kristallflakon, das hat sich er eigentlich schon gegönnt, aber wir könnten Ausflugstickets gewinnen. Eins. Es ist so schön, wieder ein Magier zu sein. Endlich keine Prinzessin mehr, sondern ein Bauchtänzer. So, und jetzt... Jetzt kommt das, wovor ich den ganzen Abend Angst hatte. Jetzt müssen wir die Ebene nachholen. So, Pferd. Hottehü, ich will das beim Magier unbedingt mal sehen. Endlich! Um Gottes Willen! Du bist Rip! Erster Beistand! Magier mit Hottehü! Ich und mein Pegasus-Pferd werden dich vernichten mit dem heiligen Blitz, Donnerkeil! Alter, ich glaube, damit reck ich alles weg. Unglaublich. Ich bin nützlich! Es tut mir leid, liebe Leute, dass ich euer Gehör töte. Von den Healern muss ich übrigens sagen, war bisher der beste tatsächlich Akaya, ne? Weil der hat uns wirklich oft geheilt. Vor allen Dingen, Sven hat seine Heilung oftmals sogar verkackt. Ein Pinguin-Snack, lecker. Also seine Wiederbelebung hat sie so gut wie nie eingesetzt und war generell auch schlecht im Team. Akaya hat wenigstens nebenbei auch richtig Damage rausgehauen. So. Padde will in den Urlaub. Ist dir gegönnt, Padde, geh in deinen Urlaub. In Weiß. So, und natürlich jetzt aktualisiert in die Spielhalle gucken. Da ist der Urlaubskit. Und 3 Lux-Tickets. Damit könnte ich die Freundschaft steigern. Würde ich's bekommen. Ich sollte echt nicht spielen, wenn die Chance auf MP-Bonbon so hoch ist. Es ist so schön, wenn man nützlich ist. Und dann lutsche ich trotzdem am MP-Bonbon. Nachdem, dass ich wieder aufgebessert habe, kämpfe ich auch wieder richtig. Dann haben sich die MP-Bonbons, glaube ich, erstmal genug aufgebessert. Eine Kimono-Robe. Und Trollkriegel. Ein paar Ausflugstickets. Zweitversuch. Ich brauche unbedingt mehr Abwehr. Weil die Robe ist safe für mich. Roben waren immer für den Magier. Sexy. Ja, vom Bauchtänzer zu Euran gewechselt. Ein Pferdeausflug. Wer braucht denn unbedingt einen Pferdeausflug? Akaya kann es eher gebrauchen. Bei mir ist sinnfrei. So, wo seid ihr denn? Hey, Epona! Epona fürs Gras. Wir sollten uns auf den Rückweg machen. Akaya hat erstmal verschreckend Salto gemacht. Dann lass uns mal los. Nee, ist gewachsen. Ist halt viel schöner, als wenn man solo spielt bzw. kämpft. Komm, dafür soll die Belohnung hier aber auch gut sein. Um Gottes Willen! Okay, jetzt bin ich useless. Und Maxstream ist tot. Akaya ist auch tot. Akaya beleben. Ich habe ein Problem, Leute. All meine Angriffe sind nutzlos, weil das Furien sind. Ihr müsst mir helfen, Leute. Er will von mir angeben. Kai, bitte schnauben. Das zählt als ein Magieangriff. Nein. Und Kai ist auch useless. Bitte. Och, Mann. Wir werden diesen Kampf nicht überleben, ne? Nein, mach nicht deinen Gruppenangriff.
Erster Beistand. Opfern. Nein, Pate, opfer dich nicht für mich. Pate nimmt die Schmerzen in Kauf. Tut mir leid, Leute. Nicht, wenn ich dabei bin. Rache für Pate. Okay, so könnten wir es schaffen. Der Schiff ist Geschichte, Pate. Nee, sind tot. Den Experten-Mick kann ich nicht schaffen. Und zwar aus dem einfachen Grund, die sind mit Magie nicht klein zu kriegen, die Furien. Letzte Nacht saß ein Insekt auf deiner Backe. Es sah echt süß aus. Oh, wirklich? Und ob, ich habe es mir echt lange angesehen. Du hast dich nicht gerührt. Ich habe nichts bemerkt. Tja, Akai hat ja auch nichts gesagt. Also ich warte damit, bis ich irgendwen im Team habe, der im Nahkampf stark ist. Und gehe jetzt erstmal auf den Blaurotaurus. Ich nenne ihn so, weil der Minotaurus ist und blau ist. Die heißen wirklich so. Ich hab wirklich nur ein Wortspiel gemacht, Leute. Ich wusste nicht, dass die so heißen. Die waren auf der Karte blau und es war Minotaurus. Deswegen habe ich sie so getauft. Es tut mir leid, dass sie wirklich so heißen. So, Zeit, euch zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat. All meine Magie steckt in diesen Angriff, der euch komplett wegrecken wird. Donnerkeil! Alter, ich habe Schaden rausgehauen. Das war mindestens fast 300 Schaden. Pate nutzt seinen Zug, um AP-Bananen zu futtern. Ach stimmt, ich habe als einziger extrem hohe Werte, ne? Um Gottes Willen. Ey, neue Technik. Fest mal. Fast fertig. Er brät gerade. Ich muss Pate trotzdem halten. Der ist mit dem nächsten Schlag tot. So, jetzt kannst du weiter dein Festmahl machen. Ich muss erstmal den ganzen MP-Streuer mich reinballern. Dieses Lied ist nur für euch. Die sehen auch bedrückt aus. Fest mal! Haut rein! Wumm. Ja, das war lecker. Und ich krieg sogar Freundschaft dafür. Freunde! Aber es ist wirklich lustig. Ich denke mir Namen für die Gegner aus und dann heißen die wirklich so. Blitz! Explosion wäre, glaube ich, besser gewesen. So, Pate ist jetzt nicht mehr in Gefahr. Next Team futtert eine AP-Banane, wie immer. Augenblick, heiße Haue. Aber mal anders. Das lernen wir daraus, Leute. Macht keine Wortspiele mit Gegnern. Die heißen am Ende wirklich so. So, 320 Bonuserfahrung für mich. Ein Hacksteak. Hm. Wir kriegen gleich sogar noch was vom Schofkech. Chefkoch Sanji wird uns jetzt auch noch was Leckeres zu braten geben. Oh, Pizza. Yum, yum. Oh, heiß. Heiß, heiß. Der Käse brennt wie Feuer. Ich glaube, ich habe mir die Zunge verbrannt. Aber Schmerzen kann man schon mal ertragen. Für eine ungewöhnliche Delikatesse allemal. Ich habe mir tatsächlich einmal einen Käse, halb die Zunge verbrannt. Oh, sei gegrüßt. Ich bin Sanji, der Reisegourmet. Hohe Kochkunst hebt auch mich in Sphären höchster Verzückung. Diesen Genuss muss ich einfach mit dir teilen. Greif zu. Geothermie-Pizza. Bon Appetit. Oh, Pizza. Ich komme hier nochmal zurück, Leute. Aber offenbar muss ich hier lang. Los geht's! Warum reite ich eigentlich allein? Ich kann doch jemanden mitnehmen. Es ist richtig lustig, so mit mehreren durch die Gegend zu ziehen. Das war schon ziemlich trist, als ich ganz allein unterwegs war. Jetzt sind wir ja da. Jetzt können wir lauter Dinge tun, die allein nicht möglich wären. Oh, zum Beispiel? Wir können uns gegenseitig helfen! Ja! Und volle Kanne miteinander streiten, bis die Fetzen fliegen. Was? Oder andere als Schildbonus, wenn es brenzlig wird. Okay, Mirko.
Warum habe ich dich noch gleich mitgenommen? Das war unser Streitschlichter. Die beiden kochen einen Eintopf. Jetzt müssen wir es nur noch etwas köcheln lassen. Schwingen wir so lange das Tatzbein. Was sie beide gesagt haben, passt 1A. Erstens zu ihnen und zu deren Jobs. Sie haben den Topf verbrannt. Das Essen ist angebrannt. Sag mal, wozu hat man einen Koch dabei? Wir lassen die das Essen einfach anbrennen. Vor allen Dingen unser Meisterkoch. Das ist wirklich ein schönes Bild. Dieses Pinseductus, ein wahres Traum. Ach ja? Ich, der Kunstkenner, sehen so etwas. Kunstkenner wie du, Mixstream? Offensichtlich. Mir gefällt der Rahmen. Warum guckt die so verstohlen? Planen die einen Museumsdiebstahl? Die haben beide richtig finster geguckt. Ey, wir haben schon wieder so viele MP-Bonbons. Ich wollte gerade sagen, ne? Endlich kriegt unser Akaya mal einen neuen Anzug. In weiß. Ein Greif! Ah, ein Greif! Bereit mir an zum Angriff! Warte! Warum? Ihm wurde kein Gesicht aufgezwungen. Er ist völlig harmlos. Flieg davon, kleiner Greif. Oh, verstehe. Hui! Das war sehr weise von dir, Kai. Überrascht dich das? Das ist der große weise Shining. Wie überrascht dich das? Oh, ein blauer Greif. Dunkelgreif. Wenigstens habe ich diesmal nicht den Namen gecallt. So, jetzt lutsche ich meinen MP-Bonbon. Oh, was macht der da? Ey! Der hat mir MP geklaut, der Dreckige. Pada hat eine HP-Banane gefuttert. Warum machst du nicht heiße Haut? Das wäre viel besser. Der Dunkelgreif hat auch gut was ausgehalten, ne? Das sieht aus, als würde Akayas Hut übrigens auslaufen, ne? Also, es würde ja schmelzen, wenn man so ganz oben hinguckt. 10 HP-Bananen! Na gut. Kann ich sie mal ein bisschen aufstocken. So, jetzt habe ich 61 HP-Bananen. Also momentan will keiner von dem was haben. So, jetzt können wir hier in den Flammenberg. Ich sehe schon viele Wege. Ja, ja. Los geht's. Halt mal die Luft an. Ach, komm schon. Ein Lavabecken. Weißt du, eben... mein Taschentuch ist in Lava gefallen. Und... puff! Weg ist es. Ach, du liebes Bisschen. Pass mir auf, dass es uns nicht genauso ergeht. Ich versuche hier die ganze Zeit meinen Stuhl ein bisschen besser einzustellen, dass er nicht die ganze Zeit so rumquietscht. Oh, eine Bombe. Herzchen? Wir treten mal die Bombe. Bevor die sich in die Luft jagt. Oh, Draufschlagen hat's ausgelöst und hat direkt die in Träume gesprengt. Also die Bomben immer verprügeln. Hä? Huch! Wer fliegst? Oh Gott, wir wären fast von Steinen erschlagen worden. Wo sind denn die anderen hin, Akaya? Es hilft nichts, wir sollten einfach weitergehen. Wurde unsere Gruppe gerade gesplittet? Das Team wurde in zwei Hälften aufgeteilt. Nein! Nicht, wenn hier so viele Trolle unterwegs sind. Ja, und Mixstream und Padde sind jetzt da unten, oder wie? Und Kai ist bei uns. Das wird ekelhaft. Wir wurden von den anderen getrennt. Mit diesem ganzen Geröll im Weg können wir auch nicht zurück. Die haben bestimmt Angst.
weil ich nicht da bin. Gehen wir einfach weiter. Sie machen sich bestimmt riesengroße Sorgen, weil ich nicht da bin. Ich gehe lieber mal. Manakaya ist so eingebildet. Ja komm, ich versuche mal die Flammen um ihr Leben zu lassen, damit sie zeigen kann, was sie drauf hat. Komm, hilf mir, Kaya. Stimmt ja. Explosion war das Stärkste, was ich habe. Ich sag doch, der klaut einfach nur die Waffe. Oh nein. Ja, ich kann nicht viel machen, also schlucke ich einfach mal den MP-Bonbon. Ja, mit meinem Stab. Alles voller Sabber. Trollkriege 2 erhalten. Oh, Stein im Schuh. Spitze! Mich freut es, wenn er einen Stein im Schuh hat. Bist du eigentlich stärker als der dunkle Fürst Kai? Oh, du stellst interessante Fragen. Könnte sie ihm in einem Duell bestimmt ordentlich den Hintern versohlen? Stimmt, wahrscheinlich. Doch bin ich kein großer Freund von Gewalt. Und überhaupt. Es ist deine Aufgabe, den dunklen Fürsten zu besiegen, nicht meine. Zumindest sehe ich die Sache so. Weiß nicht, kann ich das wirklich schaffen? Aber gewiss, ich glaube an dich. Oh, Kai glaubt an mich. Dann muss ich ja schaffen. Mit Kai an meiner Seite fühle ich mich immer so sicher. Hebel oder Kiste? Hebel! Ein Hebel, was machen wir damit? Betätigen. Ah, da ist eine Kiste aufgetaucht. Okay. Eine Kiste mehr, die ich mir hinterher abholen muss. Überleg gerade, wenn ich alle wieder zusammen habe, wen ich zu meinem Hauptteam mache. HP-Streuer wurde vergrößert. Jetzt kann ich 300 HP heilen und 120 MP. Schade, ich habe gehofft, ab 1000 kriegt man irgend so ein spezielles Event. So, und wie läuft das jetzt mit denen da unten ab? Wie es wohl den anderen geht? Inzwischen. Es hilft nichts, hier herumzulungern. Gehen wir weiter. Wie läuft das jetzt überhaupt? Spiele ich jetzt Paddel? Weil er ist der Start von dieser Truppe. Oder spiele ich Mixstream? Oder kann ich einfach gar nichts machen und muss zugucken, wie sie sterben? Dieser Steinschlag war schrecklich. Wir haben dadurch die anderen verloren. Ob sie ohne uns vorgehen? Dann sollten wir uns wohl auch auf den Weg machen. Stimmt. Irgendwo treffen wir bestimmt wieder aufeinander. Meine Rede. So. Frage, wie läuft das jetzt? Er will angeben. Kann ich mich Streams steuern? Nee, ich bin Zuschauer. Das ist doch fies. Warum kann ich nichts machen? Wenigstens feiert die Flammenmumie. Das nennt man tanzen? Los, mach sie weg. Du könntest ruhig mal dein Krächzen einsetzen, Mirko. Außer dir fehlt natürlich dein Stab. Ich hatte kein Mikrofon mehr. Es ist voller Sabber. Schade, dass Mixstream keinen Single-Target Angriff hat. Lecker. Ich beneide dich. Ich muss ja mal was loswerden. Geht um Paddel. Manchmal zieht er seine Klamotten verkehrt herum an. Ist das gerade Mode? Ich finde es total daneben. Die beiden mögen sich absolut nicht. Nur am Streiten, die beiden. Oh, guck mal, wenigstens mussten die nur eine Ebene machen. Da sieh mal! Hallo, Mixstream! Ja, so ein Glück, dass es euch gut geht. Darauf tanzen wir erstmal. Das Team ist jetzt wieder vereint. Geht doch. Huch, was war das denn? Ein Knochen in ein lautes Knurren. Muss ein Hund sein oder eine ganze Meute? Vorsicht, das Knurren erinnert mich an... Cerberus.
Cerberus ja die Unterwelt bewacht. Welche drei Gesichter hat er da gerade auf sich kleben? Warte mal. Ich versuche das kurz mal zu entziffern. Das rechts ist auf jeden Fall Exus und das links ist Sven. Das in der Mitte ist Dave, oder? Die Macht des Wurfs. Ultrastreuer aktiviert. Nutze dieses mysteriöse Streuer, um meinen Mii-Charakter stärker austeilen zu lassen. Ich krieg noch einen Streuer. Du wirst von Mal zu Mal stärker, deine Gegner allerdings auch. Deshalb will ich dir eine neue Kraft schenken. Den Ultrastreuer. Durch ihn können Mii-Charaktere im Kampf härter austeilen. Du hast den Sieg buchstäblich in der Hand. Hohoho. Ultrastreuer? Wie auf Droge. So, alle auf Droge! Oh, ich kann nichts aussuchen. Ja, dann kann ich automatisch eine Kamera machen, oder? Wir können nur normal zuschlagen. Also mir sollte ich dieses Ultrastreuer nicht geben. Oh, Sven hat einen Eisatem. Dave beißt. Dave beißt. Ich sollte trotzdem heilen. Oh, ein Zangangriff mit Arcaia, während wir so gebufft sind. Wir machen nämlich auch mehr Schaden, habe ich gesehen. 94! Ich merke mir mal trotzdem, weil ich den Ultrasteuer nicht bei mir verwende. Los, Kai! Jetzt zeige ich mal, wie man draufhaut. 61, ich sollte bei Magie bleiben. Das ist nicht so viel besser. Ich mache nur so viel Nahkampfschaden, weil mein Charakter so viel davon mochte. Exos macht einen Feuerstrahl. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. So, ich bin wieder normal. Ich mache Feuer und den automatischen Kampf aus. Paddel ist auch wieder normal. Wenn ich einen aussuchen muss, den ich buffe, dann Paddel. Oh, Arcaia ist in einem Albtraum gefangen. Und direkt wieder wach. Ich wollte ihn gerade in die Ruhezone stecken. So, Paddel darf wieder Ultra sein. Und uns andere heile ich mal. Bevor das irgendein anderer macht. Da kommt der Eisatem von Sven. Der werde ich... Das ist übrigens wahrscheinlich der einzige Boss, von dem ich kein Foto verschicken werde, weil das drei auf einmal wären. Explosion bei einem Einzelnen ist sinnfrei, oder? Ich mache trotzdem so viel Schaden, wie als wenn ich gebufft wäre. Extreme ist in meinem Albtraum. Hallo? Nichts da. Neue Technik. Gesichtsschutz, während dieses Gesicht aktiv ist. Und der Feuerball. Ich muss Extreme eben kurz reinlocken. Max, los, Riesenwaffe. Hau ihn mit deiner Riesenpfanne. Pam. So, schlaf dich aus. Kai macht endlich seine Flammensäule. Die so viel Schaden raushaut. Ich kann es echt mal öfter verwenden. Oh, wollen wir mal richtig eskalieren? Weil jetzt zeige ich euch mal, wie man Schaden macht. Pferd? Hottehü? Ich weiß, der ist fast tot. Aber jetzt werde ich nochmal eskalieren. Und zwar in deren Gesicht. Boom, in eure Scheißgesichter, Donnerkeil. Alter. Die Größe macht aber offenbar keinen Unterschied. Na, dank. Ich habe drei Lümmel mehr im Team. Sven wird aber sowas von auf der Ersatzbank sitzen. Genauso Exos. Die beiden werden safe auf der Ersatzbank sitzen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, Mixed-Stream und die anderen sind noch hoch. Pate muss aufholen. Ein Höllen-Hotdog.
Bin ich ehrlich? Zack. Oh, ich habe Exos nie einen Schlachtruf gegeben. Das mache ich nach dem Stream. Ich habe vergessen vorzulesen. Hoppla, ist irgendwas? Ah, nichts, alles in Ordnung. Die anderen drei sind in der Burg des dunklen Fürsten. Wer fehlt denn jetzt? Palbanta fehlt, Yannick fehlt und Sunny fehlt. Ich habe zwar etwas Angst, aber lasst uns losziehen. Gemeinsam schaffen wir das. Gut, brechen wir auf. Die drei gehen voraus. Bis später. Ich werde MaxStream jetzt gegen Dave austauschen. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Die anderen beiden kann ich im Team gerade nicht gebrauchen. An Schlagkraft solltest du dir also nicht mangeln. Stimmt. Dann ist meine Arbeit hier getan. Den Rest überlasse ich dir. Viel Glück. Danke für all deine Hilfe. So, und es gibt eine Planänderung. Ich habe immer noch keinen wirklich, der für den Nahkampf jetzt wirklich gedacht ist. Also, viel da austeilen würde. Außer Akaya und Dave. Ich würde die Furie nicht totkriegen. Deswegen warte ich, bis ich die ganze Truppe beisammen habe. So, auf wen stecke ich jetzt überhaupt alles miteinander in ein Zimmer? Die beiden feiern Party. Er hat ein riesiges Geschenk für Akaya gekauft. Eine Statue vom MaxStream. Vielen Dank. Akaya freut sich. So, wie gesagt, MaxStream wird jetzt aber aus der Gruppe fliegen, weil ich Dave dabei haben will. Weil von denen, die ich gerade dabei habe, sind Paddle, Akaya und Dave tatsächlich die praktischsten. Die anderen sind alle Müll. Um es noch freundlich auszudrücken. So. Exos will einen Rätselteiler, den er natürlich gekauft kriegt. Er sieht wunderschön aus. Den kriegst du in lila. Nee, warte mal, wir haben Grau mal zur Verfügung. Wir nehmen Grau. So, und jetzt können wir endlich richtig was gewinnen. Nämlich eine Sonnenblume für Sven. Er kriegt sie sogar. Wer hätte gedacht? Da ist Sven. Er kriegt sie natürlich in Orange. Wie viel ist der überhaupt wert? Wieder die gleiche Chance gehabt, ne? 1100 war es wert. Ich spare es mir noch auf, weil ich glaube, da kommen noch die richtig teuren Sachen. Ich könnte auch Akaya statt dem Verwandter nehmen. Koya ist dran und ich wurde one-hitted. Ist nicht schlimm, ich mache eh keinen Schaden. Akaya opfert sich für Dave. Nein. Dave macht seinen Wirbelwind. Ich mache erstmal einen Streuer. Ach stimmt, ich könnte euch auch alle erstmal eben kurz Ultra buffen. Dann müsstet ihr denen noch eigentlich richtig gut Schaden austeilen. Los, haut sie kaputt. Macht sie alle. Ja, meine verrückten Kameraden haben es geschafft. Ich wurde leider gefinished. Es gibt eine Planänderung. Exos bleibt im Team und Akaya geht auf die Ersatzbank. Ich habe irgendwas gelernt. Wir werden es gleich sehen. Hier, Akaya, du kriegst nochmal die Erfahrung. Ich nehme den Priester, weil er eine bessere Heilung hat, glaube ich, oder? Nee, Akaya, weil er die Gruppe heilt. Eventuell lernt Akaya auch irgendwas zum Wiederbeleben. Also ich werde die hin und wieder austauschen, aber das werden dann halt die sein, die ich hauptsächlich benutze. Sven will eine neue Frisur. Oh Gott. Sven. Tada! Um Gottes Willen! Sven, was hast du denn dabei gedacht? Also mir gefällt, dass die Farbe auch noch so richtig schön verläuft, ne? Ein Kunstpelz für Dave. Wurde gekauft. Ja. Ihr wollt es hauptsächlich im Blau haben. Ich krieg das Dunkle, er kriegt das helle Blau. So, ein Sonnentalar für unseren Priester.
Geheiligt sei unser Priester. Weiß sieht am priestermäßigsten aus. Aber das sieht so schön golden aus, wie so ein richtig heiliger Priester. So, und unser Koch will eine neue Pfanne, eine Titanpfanne. Oh, was für ein Gerät, 2500. Eigentlich ist ein Healer, wenn ich die letzten dabei habe, unnütz in der Party, ne? Weil ich habe ja den Streuer. Ah, hier, das habe ich gelernt. Megafeuer. Röstet einen einzelnen Gegner auf lodernde Flamme. Wie viel Schaden macht das? Spiel vor Dave angeben. Neue Technik. Megafeuer. 115. Und das mit angeben. Okay, jetzt kann ich einzelne Gegner richtig stark vernichten. Ich bin mega strong geworden. Akai hat ein Level Up, er ist jetzt Level 14. Extreme hat ein kleines Geschenk fürs Schwen. Ein Parfümfläschchen. Oh, wie schön. Schwen freut sich über das Parfümfläschchen. So, Dave möchte mit einem Fisch kämpfen. Aber er kommt eine AP-Banane. Ich habe mich schon so gefreut. Ein Herzchenkittel wäre der Traum von Padde. Wunderschön, Padde. Wunderschön. So. Kriegst das in Weiß. Schwen will eine Pilzblume werden. Ist gekauft, Schwen. Ich verbessere euch zumindest noch weiterhin. Auch wenn ihr nicht mehr mitkämpft. Zumindest werde ich es versuchen. Hallo, hört ihr mich wieder? Ist das auch ein Schlückchen? Oh, das ist mal was Neues. Okay. Überraschend gut. Das war ein indirekter Kuss, Padde. Oh, 2 Freundschaftsstufen. Das war auch mal ein wirklich guter Kaffee. Koboldschinken, unser aller Lieblingsessen. Es gibt im gesamten Team nur einen einzigen, der Koboldschinken mag. Und damit meine ich wirklich mag. Der Rest kann ihn irgendwie nicht sehen. So, hier wäre jetzt Ben und der Chris Fieg. Na gut, die beiden können wir eben kurz noch mitnehmen eigentlich. Dann können wir nämlich nächstes Mal direkt in der dunklen Burg anfangen. Flammberg-Gipfel. Los geht's. Der sieht richtig cool aus, der Hintergrund. Nee, ich bin nicht mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das muss die Burg des dunklen Fürsten sein. Auf zur Rettung unserer Freunde. Wir zeigen den dunklen Fürsten, was wir von ihm halten. Ja! Leute, ich habe nicht mal B gedrückt. Die sind von allein so ausgerastet. Hier sollte es mehr Action geben. Ganz schön enthusiastisch. So. Wo bleibt Ben? 1020 Gold. Was mittlerweile echt wenig ist. Die Versuch von Shining ist echt toll. Danke, Dave. Hallo, Ben. Er hat hier eigentlich die Heizung aufgedreht. Meine Klamotten sind schon völlig durchgeschwitzt. Vielleicht fühle ich mich besser, wenn ich einfach alles ausziehe. Nein, Ben, tu's nicht. Ist ja auch keine deine Zukunft. Halt, stopp. Also dann runter mit den Klamotten. Ah, du? Hallo, ich bin's, Bodden-Ben. Höhlblonden-Forscher. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jemanden treffen würde. Bei unseres Wiedersehens hier ein toller Spruch. Geheimwege geht's aufzuspielen, da sie auch zu Schätzen führen.
Das hat mein berühmter Forscher gesagt. Also dann, man sieht sich. So wirklich, Ben, mach mir doch nicht einen halben Herzinfarkt. Will er sich hier einfach ausziehen? ...320 HP jetzt, wie durch den HP-Streuer. Ja! Echte Freunde mit dem Pferd. Wir schnauben zwei haben. Wir sind noch nicht müde. Wir sind noch nicht müde. Ich habe mal spaßeshalber übrigens gerade nach oben gedrückt, ne? Hier ist ein Geheimweg. Aber ich lasse die Kiste immer noch Kiste sein, bis ich mein Team zusammen habe. Aber danke, Ben. Ich will ein Kätzchen. Ach, komm schon. Ich will immer ein Kätzchen. Der große weiße Kai ist fort. Seitdem bin ich ganz niedergeschlagen. Es ist so einsam ohne ihn. Ha, wer braucht den schon? Das ist doch mich. Genau deshalb vermisse ich den großen Weißen. Jetzt habe ich den Dave gedisst. Frische Brisen. Da futter ich erstmal eine AP-Banane. Zack. Die frische Brise halt. Die andere auch. Und die dritte natürlich auch. Akaya ist vorsichtig. Vorbereitungen sind abgeschlossen. Kriegt Hilfe von mir bei einem Zangenangriff. Einsichtig Schaden. Nice, Akaya. Aber ich zeige dir jetzt mal, wie man wirklich Schaden austeilt. Alles ist besser als der normale Angriff in Dave. Außer es ist eine ganze Puppe. Level 15! So, die beiden wollen sich miteinander unterhalten. Hey, hör mal zu. Was ist denn? Ich habe neulich etwas über Dave gehört. Er sagt immer, er wäre nicht salzig. Aber dann rastet er immer vollkommen aus bei den Spielen. Was ist das einfach wirklich wahr? Es scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Wie traurig. Warnen gelernt. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Okay, der Hochzeitsstrauß war die Waffe für Sven. Und Akaya wird die Herzchenuniform. Ja, komm, hier kriegst du. In weiß. Und wenn dann der Weg nicht ins und zum Schloss führt, dann bin ich sauer. Schon wieder Mii-Parade. Okay. Jede Menge Leute muss ich mir merken. Nur eine Chance, antwortest du richtig, auf geht's. Okay, der Bürgermeister, Phoebus, Sherpa. Sherpa, oh Gott, das sind zwei Sherpas. Griselda? Wie viele Charaktere sind vorbeigelaufen? Unterschiedliche. Ich glaube, da ist noch mal Griselda ein zweites Mal durchgerannt. Aber ich gehe sicher jetzt einfach auf 5. Ja, es war Griselda ein zweites Mal. Also ich habe 5-mal einen Charakter gesehen, aber der eine ist einfach nur doppelt durchgerannt. Ich war mir halt nicht sicher, ob das als ein Einzelner gilt. Ey, komm, die Ebene machen wir hier noch. Es wird dunkel. Zeit zum Grillen. Den kannst du selber essen, Padde. Den kannst du selber essen. Wollte der Forscher uns vergiften. Selber schuld. Und los geht's. Nochmal 3 HP-Bananen, weil ich ja noch nicht genügend von denen habe. So, der Priester und der Popster schon wieder. Der Priester gibt dem Popster ein Geschenk. Eine präparierte Räucherkerze. Nee, das mag er nicht. Maxim freut sich.
Oh, ihr Partner mag Exos und hat's gesehen. Immer nur im Extrem, das ist nicht fair. Ihr habt euch gerade eben noch gestritten. So, ihr wollt zwar ausgegeben haben, aber ich kann es mir nicht leisten. Wir haben hier drei Orte und einen Akai und einen Paddel, die den besuchen. Und das wird dann auch das Ende von dem heutigen Stream sein, wenn die die Ausflüge hinter sich haben. Guck mal, Schafe! Meh! Na, wie klang das? Versuch's mal mehr so. Meh! Das klang ja richtig authentisch. Nice, Padde. Ich wusste gar nicht, dass du ein halbes Schaf bist. Zwei HP-Bananen. Dave und Padde müsste ich eigentlich auch mal auf dem Zimmer stecken. Ah. Oh. Ich hatte noch nie, dass die sich da drin kullern. Die machen einen Sonnenbad. Ich dachte, das wären bereits bekannte Aktionen. Deswegen habe ich ein bisschen durchgeskippt. Oh, beide an der Hantel. Oh, das genügt fürs Erste. Bin ich platt. Zeit für eine kleine Stärkung. Ein Proteinshake ist jetzt genau das Richtige. Schön, dass ihr euch versteht. So. Ich stecke Akaya jetzt zu mir. Und verfütter die letzten zwei Sachen. Radgreifchen an Porsche. Schmeckt. Kaktussaft? Nicht so. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier für heute. Alter, der Beat geht richtig ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Ein Follow auf Twitch. Und ich hoffe, ihr habt dann jetzt noch einen erfolgreichen Tag. Je nachdem, wann ihr das guckt. Bis dann. Tschüss.